jetzt ein neues Spielzeug für den Chris. Ich habe bei Amazon das DJI heißt es wohl tatsächlich, Osmo Mobile bestellt. Das ist ein Gimbal für Mobile Phones, also für Handys wie das iPhone oder auch Android Phones. Und das kam heute in dieser Woche. So, dann wollen wir mal schauen, was denn hier so alles drin ist. Die Verpackung ist schon mal ganz hübsch. Da ist dann was drin. Ja, da scheint jetzt was drin zu sein. Das sieht nach einer passenden Tasche aus für das Osmo Mobile. Gucken wir uns später an. So, ach ja, genau, das zugehörige Silikatschädel, das liegt mir gleich dahin, wo es gehört. Dann haben wir hier Anleitungen in vermutlich 20.000 Sprachen. Einmal, ach, das geht auf. Aha. Einmal Ladekabel. Einmal Akku. Einmal Bändel. Dann haben wir hier den Gimbal, unser Hauptprodukt. So, oh, jetzt aber brauche ich fast zwei Hände, um das Ding rauszukriegen. So, und das ist also jetzt dieser Gimbal. Okay, alles klar. Ich würde mal sagen, wir gucken uns diesen Gimbal jetzt mal ein bisschen genauer an. Ich kann damit jetzt zwar nicht filmen, weil ich ihn euch ja gerade zeige, aber wir können ihn mal anschauen. Das Ding hat hier einen, glaube ich, ca. 330 Grad schwenkbaren Arm. Also sprich, hier ist der erste Motor, der das Ding stabilisiert. Hier oben, hier sehen wir den zweiten Motor, der das in die Waagrechte stabilisiert. Und hier ist quasi der dritte Motor, der diese Achse hier stabilisiert. Optimal wäre natürlich eine Vierachsen-Stabilisation. Gibt es hier natürlich nicht, aber das ist vollkommen ausreichend, was wir hier haben. Vom Material her, wir haben... ich nehme den jetzt mal in die Hand, damit es nicht so klackert. Wir haben hier im unteren Bereich Plastik. Das ist okay, passt soweit. Vom Gewicht her auf jeden Fall. Hier ist so eine Gummierung drauf, damit das in der Hand auch soweit gut hält, wenn man hier filmt. Der Rest des Osmo Mobiles, also der ganze Teil hier, besteht tatsächlich aus Metall. Fühlt sich sehr, sehr wertig an. Genau. Was haben wir sonst noch? Zum Schrauben gibt es eigentlich nur eins. Und zwar ist das Ding hier. Damit kann ich quasi die Einschubbreite für Smartphone vergrößern oder verkleinern. Das Smartphone wird dann hier hineingeschoben. Hier ist nochmal ein bisschen Gummi, damit es einrastet. Und danach mache ich hier einfach wieder zu. Die zweite Schraube habe ich vergessen. Hier kann ich quasi diesen Arm noch ein bisschen ein- oder ausfahren. Hintergrund und Ziel davon ist es, das Smartphone schon in... quasi ausbalanciert hinzuhalten, auch wenn der Osmo nicht an ist. Also sprich, im Optimalfall hängt das Smartphone dann schon so drin und kippt nicht in die eine oder andere Richtung runter. So, was haben wir von der Elektronik hier? Hier unten haben wir das Akkufach, also sprich einfach draufklicken und hier unten seht ihr, ist der Akku eingebaut. Mit einem kleinen Klick hole ich den einfach raus und mit einem Klick setze ich den auch wieder rein. Also soweit ganz easy. So, im Gimbal selber haben wir jetzt ein paar Bedienknöpfe. Das eine ist der On-Off-Knopf hier. Ich drücke 3 Sekunden drauf, dann schaltet sich der Gimbal ein, sieht man jetzt hier an der grünen Lampe. Und ich drücke 3 Sekunden drauf und ich schalte ihn wieder aus. Dann haben wir hier 2 Knöpfe. Das rote ist der Videoaufnahmeknopf. Also wenn ich diesen Knopf drücke bei aktiviertem Gimbal mit der entsprechenden App, startet die Videoaufnahme. Und das hier ist der Fotoknopf. Damit kann ich einzelne Fotos machen oder zum Beispiel auch das Panorama auslösen. Das, was hier aussieht wie ein Knopf, ist kein Knopf, sondern ein Joystick. Den kann ich quasi in alle Richtungen bewegen. Damit kann ich meinen Gimbal jeweils manuell steuern. Der Gimbal reagiert zwar auf meine Bewegungen, also auch wenn ich sage, ich will einen Schwenk machen, merkt er das. Man muss das aber relativ vorsichtig machen. Und er merkt es auch nicht ganz immer. Also ich habe hier die Möglichkeit,
zum Beispiel einen Schwenk, ganz allgemein, statt mit meiner Hand zu machen, kann ich das tatsächlich einfach mit dem Joystick machen und den Joystick in die entsprechende Richtung bewegen. Lässt sich in der App übrigens relativ gut konfigurieren. Im Moment ist es so, dass wenn ich nach oben ziehe, dann macht es relativ schnell. Wenn ich nach unten drücke, geht es relativ langsam, kann ich einstellen. Ich kann auch invertieren, also quasi nach oben drücken, dann geht er nach unten und nach unten nach oben. Kann ich alles in der App einstellen, gar kein Problem. So, dann gibt es noch diesen Auslöser hier hinten, der quasi der größte Knopf. Den nutzt man in der Realität tatsächlich für drei Funktionen. Wenn ich einmal drauf drücke, dann fixiere ich erstmal die Position. Wenn ich zweimal drauf drücke, dann zentriert sich der Gimbal wieder, also geht wieder in die Ursprungsposition. Und wenn ich das in der DJI Go App mache, wenn ich dreimal drauf drücke, dann wechselt er beim iPhone die Kamera und geht auf die Frontkamera statt auf die Rückkamera. Was ihr hier auch noch sehen könnt, ist diese Buchse, eine normale 3,5 mm Buchse. Wenn ihr jetzt denkt, hier kann man irgendwie ein externes Mikrofon oder irgendwas sonst anhängen, Kopfhörer zur Musik hören, whatever. Nein, Quatsch, falsch. Das ist der Ladeanschluss. Das ist eine Sache, die ich an dem Ding ein bisschen bemängel. Kein USB-Stecker, sondern tatsächlich eine 3,5 mm Klinke. Geht dann natürlich auf ein USB-Kabel. Hätte man jetzt auch anders lösen können. Mai ist jetzt halt so. Nicht tragisch, aber wäre jetzt schön gewesen. So, ihr seht jetzt hier, ich habe das Smartphone jetzt eingespannt und es ist einigermaßen ausbalanciert, aber das Ding webt jetzt erstmal hin und her. Jetzt schalten wir einfach mal die Osmo mal ein und hopp. Und sofort richtet es sich auf. Das ist ziemlich cool. Und jetzt haben wir den Effekt schon, dass er stabilisiert. Ohne dass eine App läuft, ohne dass das Smartphone verbunden wäre. Einfach schon eine Standardstabilisierung. Jetzt sind wir in der, mal gucken, dass ich das festhalten kann, in der DJI App. Dann klicke ich einfach mit Gerät verbinden. So, und lande automatisch bereits im Kameramodus. Ich sehe, der ist jetzt noch im Selfie-Modus. Moment. Mal die Kamera drehen, stabilisieren. So. Und wir sehen jetzt hier, wenn ich hier laufe, dann sieht man vielleicht ganz gut, wie es bei mir wackelt und auf dem anderen Bild nicht. Also das klappt wirklich super, auch ohne große Einstellungen. Was können wir hier machen? Hier zum Beispiel habe ich jetzt die Möglichkeit, aktives Tracking zu machen und zu sagen, ich möchte dieses Objekt hier tracken. So. Und wenn ich mich jetzt bewege, dann bleibt, ihr seht das jetzt mit der Drehung unten mit dem Motor, dann bleibt die Osmo immer auf meinem Objekt. Das finde ich ein total cooles Feature. Ich habe hier verschiedene Modi. Ich kann Zeitlupe, Zeitraffer oder Motion Timelapse machen. Bei Motion Timelapse, das ist ganz witzig, kann ich eine Bewegung machen. Also ich gehe zum Beispiel hier hin, so, und sage jetzt, hier soll es losgehen. Plus. Und danach gehe ich hier nach rechts, vielleicht noch ein bisschen nach oben, zweite Position und in der dritten Position gehe ich nach unten, zack, so, dann klicke ich auf Weiter und jetzt sage ich noch, okay, der Intervall soll 0,5 Sekunden sein und 30 Sekunden, drücke Start und jetzt kriege ich Fotoaufnahmen, jetzt wird ein Timelapse gemacht, das Ding fährt jetzt genau die Strecke ab, die ich ihm vorhin vorgegeben habe. Also erstmal nach rechts oben. Genau, so, und das war dann die vollständige Aufnahme. Kann ich jederzeit natürlich auch abspielen. Und das sieht dann zum Beispiel so aus, weil es ein Zeitraffer ist. Super. Macht natürlich dann am meisten Spaß, wenn bewegte Objekte drauf sind. Das kann die App. Dann habe ich, wie gesagt, die Möglichkeit, verschiedene Kameras zu nutzen. Und ich kann hier zum Beispiel auch angeben, was ich für eine Videoauflösung und einen Beauty-Effekt weiß. Obgleich es relativ viele Einstellungen, die ich hier direkt machen kann. So. Wenn ich hier auf Foto wechsle, habe ich hier die Möglichkeit zu sagen, ich möchte ein Panorama machen. Dann kann ich wählen, ist es ein 330 oder 180 Grad Panorama. Ich stelle es einfach ein, so, drücke den Auslöser und das Ding macht mir jetzt in Sekundenschnelle ein perfektes Panorama. Und das Bild wird noch verarbeitet und das war es dann schon. Und wenn man das jetzt mal anguckt, muss ich sagen, sieht es, ja gut, hier kann ich doch, ich kann es zoomen, sieht das wirklich sehr, sehr gut aus. Also ich habe keine schwarzen Linien oder irgendwas, was hier nicht passt. Also es kommt wirklich super gut. Das sind so die Funktionen, die ich bei dieser App richtig gut finde. Was ich persönlich empfehlen würde,
Für erweiterte Sachen ist die App Filmic Pro. Wie gesagt, die kostet ein bisschen was. Die kostet rund 15 Euro plus Zusatzfunktion mit ca. 10 Euro. Wo ich auch die Möglichkeit habe, hier unter Hardware die DJI Osmo Mobile zu verbinden. Und die funktioniert dann auch richtig gut. Wichtig ist allerdings, ganz, ganz wichtig, dass der Punkt Stabilisieren ausgeschaltet ist, weil sonst kommt die Stabilisation vom iPhone 7 Plus dem Ding in die Quere. Und in dieser App kann ich halt auch so Sachen auswählen, wie ich möchte im Format 250 zu 1 filmen und ich möchte 60 Frames pro Sekunde wählen. Empfehle ich sowieso, weil das Ganze dann nochmal viel, viel flüssiger wird. Und ich habe hier halt auch die Möglichkeiten, den Ton festzulegen, und zwar relativ gut die Farbgebung zu beeinflussen, zu sagen, soll das dynamisch sein oder eher flach. Ich kann die Tiefen oder Höhen noch ein bisschen betonen, oder ich kann tatsächlich die Sättigung erhöhen und die Dynamik. Und dann sind wir natürlich dann bei solchen Aufnahmen, die schon nichts mehr mit Realität zu tun haben. Also eine App-Empfehlung an dieser Stelle. Auch hier, wie gesagt, die Osmo, wenn ich jetzt hier quasi, das ist auch ganz cool, wenn ich, kann ich hier quasi mit meinem Joystick alles verstellen. Genau, und wenn ich jetzt hier Aufnahme drücke, dann startet hier oben die Videoaufnahme und ich kann mich hier sehr, sehr flüssig und ohne große Probleme bewegen. Wie gesagt, bei Schwenks muss man ein bisschen aufpassen. Also wenn ich jetzt so rüber schwenke, dann braucht die Osmo natürlich ein bisschen. Also interessanter ist es, wenn man das vorsichtig macht. Aber das ist auch ein bisschen ein Lernprozess, denke ich. So, noch was kurz zu den Lightings hier. Also das Grüne zeigt die Power an. Wenn die Batterie runtergeht, wird es entsprechend rot. Und hier zeigt es den Status an. Also sprich, wenn ich anfange aufzunehmen, dann fängt sie an, rot zu blinken. Genau, jetzt blinkt sie rot. Das funktioniert, Achtung, nur in der DJI-App, also in der DJI Go App. Es funktioniert nicht, oder im Moment noch nicht, bei Filmic Pro. Nun habe ich ihn also getestet, diesen Osmo Mobile von DJI. Und wie ihr vielleicht bemerkt, nutze ich das Ding jetzt auch. Man kann es nämlich tatsächlich auch als Selfie-Stick benutzen, und diese coole Tracking-Funktion, die ist schon ganz witzig. Die stößt natürlich immer mal wieder an ihre Grenzen, aber ist eigentlich schon echt cool. Okay, was kann ich denn grundsätzlich über den Osmo Mobile sagen? Also erstens mal, okay, ja, das Ding ist teuer. Ich meine, das kostet immerhin 309 Euro bei Amazon aktuell für das schwarze Gerät, das ich gerade habe. Und ja, es ist halt nicht günstig. Aber das Ding ist super. Also was es richtig gut macht, ist, es stabilisiert übrigens selbst mit dem iPhone 7 Plus, dass er selber einen Bildstabilisator drin hat und immer wieder zu Problemen geführt hat, meine Bewegung unglaublich gut. Das geht sowohl beim Gehen, auch beim Rennen natürlich nicht ganz so gut, je nach Untergrund, und funktioniert für den Einsatz, für den man es grundsätzlich nutzen möchte, wirklich, wirklich gut. Ganz cool finde ich, wie gesagt, dieses Active Tracking. Klar, dadurch, dass es auf Kontrastbasis funktioniert, kommt es halt immer wieder vor, dass er mal das Objekt verliert. Also wenn ich jetzt irgendwie mich voll beleuchten lasse, dann verliert er meinen Kopf erstmal wieder. Aber so funktioniert das echt gut. Aber auch so tolle Features wie, ich mache eine Panoramaaufnahme in Sekunden, in so 2, 3 Sekunden mache ich eine Panoramaaufnahme, toll. Und auch diese ganzen Zeitrafferaufnahmen mit Bewegung drin, die ich machen kann, habe ich auch getestet. Total witzig. Ich kann die Zeit einstellen, ich kann den Weg einstellen. Richtig, richtig cool. Und was man auch sagen muss,
Im Rahmen mit der App Filmic Pro kann ich natürlich auch ganz viel machen. Also Filmic Pro als richtig, richtig gute Video-App kann ich dir sehr gut empfehlen. Ein bisschen teurer, kostet gut 20 Euro. Nochmal 10 Euro, wenn man noch ein paar Bildeinstellungen mehr dazu kauft. Ist aber eine App, die sich wirklich lohnt, wenn man selber filmt mit dem iPhone, mit dem Smartphone und das öfter wieder macht. Das lohnt sich. Und die Osmo, und das Osmo Mobile Teil, das funktioniert mit Filmic Pro wirklich sehr gut. Was ist vielleicht noch nicht ganz so gut? Also einerseits Akku, ich brauche halt 3, 4 Stunden und dann ist fertig mit Akku maximal, je nachdem wie ich mein Telefon eingestellt habe. Und das ist schon das Nächste, der Akkuverbrauch halt im iPhone ist meines Erachtens relativ hoch. Das könnte allerdings auch unter anderem dran liegen, dass ich im Moment eine Beta-Version von iOS 11 benutze. Yeah, that may be the reason. Was auch sehr schade ist, aber da kann DJI nicht wirklich was dafür. Beim iPhone 7 und 7 Plus ist es ja so, dass es keinen Kopfhöreranschluss mehr gibt. Das heißt, ich kann so kein direkt externes Mikrofon anschließen. Und ich kann auch nicht laden gleichzeitig, dadurch, dass der Gimbal quasi den Ladestecker da blockiert. Aber das ist alles nicht weiter schlimm, das ist Meckern auf hohem Niveau. Schön finde ich übrigens auch die Materialverarbeitung, die richtig gut ist. Was noch schön gewesen wäre beim Preis von 309 Euro, das kann man vielleicht auch noch ein bisschen mehr bemängeln, ist, was in der Packung tatsächlich drin ist. Also im Endeffekt habe ich ein DJI, ich habe einen Akku und ich habe, die liegt gerade woanders, ich habe eine kleine Tasche, wo ich das reinpacken kann und ein USB-Kabel. That's it. Schön gewesen wäre natürlich auch so ein Zweitakku und was es zusätzlich noch zu kaufen gibt, auch von DJI quasi als Zusatzmöglichkeit, ist eine Halterung, wo man das Ding einfach draufstellen kann. Also ich kann jetzt, ich versuch's mal, ich kann das Teil quasi hier hinstellen, nur ich halte meine Hand hier hin, weil ich bin mir nicht sicher, ob wenn es da ein bisschen ruckelt, ob das Ding da nicht einfach hinfällt. Aber doch, das geht eigentlich ganz gut. Ich hoffe, das geht jetzt nicht schief. Ein tolles Gerät, sehr funktional, sehr schön auch gebaut. Die Motoren funktionieren sehr zuverlässig. Das Zusammenspiel mit den Smartphones, einwandfrei. Wie gesagt, beim iPhone 7 Plus haben wir das Thema mit der Stabilisierung. Wobei ich das Gefühl habe, dass das jetzt mit der aktuellen Firmware-Version relativ gut ausgemerzt wurde. Zumindest war das jetzt mein Eindruck. Also ich habe keinen Unterschied gesehen. So was ich im Internet gesehen habe von den Aufnahmen zu dem, was ich gemacht habe. Ohne jetzt spezifisch viel einstellen zu müssen. Ja, wie gesagt, der Preis ist hoch, das Ding ist gut, selbstverständlich nicht perfekt, aber da arbeitet DJI ja dran. Ich finde das Ding für mich als, sage ich mal, ambitionierten, nicht professionellen Filmer, der gern mal unterwegs Videos macht oder im Urlaub oder halt jetzt einen Vlog macht, optimal. Ich wackel viel weniger und das macht ziemlich Spaß. Ja, das war es dann auch schon wieder von meinem Review zur DJI Osmo Mobile. Amazon-Kauflink gibt es unten in der Beschreibung. Von mir definitiv eine Kaufempfehlung. Das Ding lohnt sich für ambitionierte Filmer, die privat filmen. Muss ja nicht professionell sein, aber schöne Resultate gibt es definitiv mit dem Osmo Mobile. Genau. Anregungen, Kritik, Ideen, Vorschläge, Lob, was auch immer ihr zu dem Produkt oder zu diesem Video gerne sagen möchtet, ebenfalls unten in den Kommentaren. Einfach kurz reinschreiben. Ich versuche dann noch zeitnah zu antworten. Nun gut, ihr sitzt auf der Uhr hinter mir, es ist Abend. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.